und Bernhard Hohecker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ah, schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr, hier ist Svenja daneben. Ich bin gespannt, wie viel die Damen und die Herren heute wissen. Herr Baldersin, Herr Kessler, Herr Hohecker, Frau Engelke, Herr Bach. Ich bin extrem motiviert. Sie sind was? Ich habe eine Gruppe Freunde mitgebracht. Das sind keine Strafgefangene mit den gleichen Kleidungsstücken. Sondern die haben so ein nettes T-Shirt gemacht. Und wir haben sie auch eins mitgebracht. Ja. Steht drauf, klein, aber oho. Ich habe es angehabt, war mir natürlich zu groß. Das dachte ich mir. Ja, das war, ich hatte es an, kam aus der Garderobe raus, dann hieß es Bernhard nicht im Nachthemd in die Sendung. Und deshalb habe ich es nur, ich habe es also dabei und ich werde es auch, glaube ich, 30 Mal bei 195 Grad waschen und dann meiner Barbie-Puppe anziehen oder irgendwie sowas. Bis es dann, also vielen Dank. Was haben Sie denn bezahlt, dass Sie das irgendwas... Über Körperpreise redet man nicht. Alles reizende Damen hier, teilweise aus der Schweiz, teilweise Die reizenden Damen sind die drei Männer da oben. Das ist das. Das glaube ich auch. Das muss man nicht auseinanderhalten. Natürlich nicht. Ich bin so motiviert heute, ich fange direkt an heute und freue mich schon auf die erste Frage. Wir gehen nach München, gleich am Anfang gehen wir nach München. Ja, begrüßen dort Christian Hertenstein. Grüß Gott. Grüß Gott. Und Christian Hertenstein hat eine Frage. Ich fange normalerweise nicht mit Tierfragen an, aber mit der fange ich an. Tierfragen. Christian Hertenstein möchte wissen, warum kackt sich der Weißrückengeier regelmäßig auf seine Beine? Das steht so da, dass... Das hat, das hat er nicht so... Ich habe noch eine kleine Information. Weißrückengeier, weil der graubraune Vogel auf dem Rücken weiße Federn hat. Er wird bis zu einem Meter groß, lebt in Afrika und kackt sich regelmäßig auf seine Beine. Warum? Ich glaube, ich habe, also Höckerchen weiß es ja wahrscheinlich schon. Aber ich habe eine Theorie, dass der vielleicht, so wie die Pinguine ihre Eier balancieren, möchte der mit seinen kleinen Jungen rumlatschen und der kackt sich auf die Füße, damit die da besser kleben bleiben und kann so, ja, und kann so mit denen durch den Horst laufen. Das wäre Horst. Ja. Das Nest vom Adler nennt sich ja wohl immer noch Horst. Horst. Aber der lebt in Afrika, da heißt das nicht Horst. Dann heißt das vielleicht Hürmekühlüber, aber Adler ist Adler. Das wäre jetzt Türkei gewesen. Was ich für Sprachen kann, ich bin begeistert. Aber ist die Frage nicht eher, wie schafft er das? Nicht warum macht er das, sondern wie kriegt er das denn hin? Das kriegt er hin. Durch viel Druck. Also das ich war wegen sowas auch schon mal beim Arzt. Und, ich hab's aber wegbekommen. Aber es macht warme Füße und vielleicht das die Antwort. Aber der vielleicht isoliert, das ist so eine Art Fango-Packung, also, die er um seine eigenen Beinchen legt, weil es da so kalt ist in Afrika. Eine Nagelbettentzündung, da hinten ist es. Also wenn das stimmt mit den Tieren da drauf, dass der sie kücken, ist das eine beschissene Kindheit. Ja. Ich hätte eine Theorie. Bitte? Na, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte das mal irgendwo in Berliner Zoo mal gelesen. Hätte ich das gelegt. Und zwar verhindert er damit, dass Kleinstkrabbeltiere an seinen Beinen hochkriechen und ihm die Federn einzeln ausrupfen und ihn von hinten nehmen. Ah. Ja, gegen Parasiten. Parasiten. Das ist ein Schutzmantel. Das letzte habe ich mir ausgedacht. Ja. Aber ich glaube, okay, warte mal. Also bevor ich jetzt einen Fehler mache und ihr mich hinterher steinigt, geht man nochmal zu dem, was er vorher gesagt hat. Damit keine Tiere an seinen Beinen hochkrabbeln. Vorher. Warme Füße. Berliner Zoo? Wärmende Füße. Wärmende Füße? Die Fango-Packung. Der lebt in Afrika. Ja, damit, so, damit das er kalte wir. Füße hat, zum Kühlen. Zum Kühlen. Damit die Füße nicht direkt auf dem Boden so heiß sind. Ist. Und die Sonne nicht darauf scheint. Ja. Das Sonnenbrand, ist das ist gegen Sonnenbrand. Ja, da steht auch drauf, ich bin in Urlaub mit so einem, da ist so ein Schirm drauf gemalt. Schutzfaktor. Es ist so, im Gegensatz zu seinen Artgenossen fängt der seine Beute mehr so im Laufen. Und weil er auf vielen heißen Steinen rumlatschen muss, kackt er sich die Füße ein, damit er nicht Aua hat. Nein, seine Kacke ist so ganz klebrig und da kleben die kleben Insekten dran und die isst er dann. Mit auch der Kacke? Also, nee. Nein. Also ich muss das schon genau wissen. Also er isoliert seine Füße durch seine eigene Kacke gegen Hitze. Ja. Damit keine Sonne drauf scheint. Nicht nur, weil er den heißen Boden nicht drückt. Nicht nur durch Hitzeschutz. Den Kot. Da bleibt Sand dran kleben. Der spuckt da auch drauf. Nein. Er nicht nur durch den bricht. Kot. Nein, durch den Kot. Pass auf, er kotet seine Füßchen ein. Hella, bitte. War das die Frage oder war das die Frage? Dann latscht er zum Beispiel in Afrika, in einer Wüste wohnt er vielleicht, durch den Sand. Paniert. Und dann hat panierte Füßchen. Ja. Lecker. Die Spezialität in Afrika.
auf, Herr Balder. Der also das Prinzip ist ja schon richtig, aber ich möchte es gerne noch ein bisschen genauer. Ja, sammelt, jetzt sammelt Sie dran. Er sammelt auch geäst und gestrüppt, weil er daraus seine Nester, Horst auf Afrikanisch, sammelt. War türkisch. Ja, ja, das kann alles sein. Reflektiert vielleicht der helle Sand das Sonnenlicht und hält deshalb das kühl. Oder er rennt auch noch durchs Wasser und in kleinen Poren sammeln sich also Feuchtigkeiten. Er kotet nicht nur auf seine Füße. Er pinkelt auch auf seine Füße. Er pinkelt dazu. Es ist ich sag bei Vögeln nicht eh beides? Die koten doch das Pipi ein. Es ist ein Gemisch aus Pipi und Kot. Um was zu tun? Die Füße zu kühlen. Ich lasse es so gelten. Ja! Ja. Der Weißrückengeier ist südlich der Sahara Ach, zu Hause. Ach, doch, ein Geier. Am Ende haben die keinen Horst. Ach, der Geier, der ist doch, der frisst doch nur Totes. Der Weißrückengeier, ja, ist südlich der Sahara zu Hause. Dort wird es bis zu 50 Grad heiß. Mhm. Um seine Körpertemperatur herunterzukühlen, kackt er sich eine halbflüssige Mischung aus Kot und Urin auf die Beine. Er kühlt mit seinen Exkrementen das Blut, das durch seine Beine fließt. Das ist so, als wenn wir uns Waden wickeln. Die mache ich anders. Jetzt? Ich weiß. Aber damit kann man das auch. Aber jetzt mal einfach wirklich mal blöd gefragt. Nicht, dass ich es nachmachen wollte. Ach, aber naja, dann wiederum. Wie geht denn das? Leute, der steht doch da auf seinen süßen Geierfüßchen. Laufen lassen, Baby, laufen lassen. Ja, aber das der geht doch sehr, dahin. Nein, das ist sehr viel Chili con Carne, dann wird es ja schön flüssig und dann läuft. Der muss sich also so hinstellen. Das ist ein Stehpinkler. Hol, dann mach's mal vor. Aber das ist doch da hinten aus. Wenn Sie die Füße spielen. Christian, können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Christian, es tut mir sehr, sehr leid, aber das kann ich so gelten lassen. Wir gehen mal nach Niedersachsen, wir gehen mal nach Goslar, liegt im Harz, dort wohnt Ulf Rauchfuß. Und Rauchfuß? Rauch. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle für die Frage spielt. Und Ulf Rauchfuß aus Goslar möchte gerne wissen, was ist denn eine Polternummer? Ja! Ja! Ich habe keine Ahnung, eine Polternummer. Ja. Was hat mit dem Polterabend? Schreibt sich aber zusammen. Eine Polternummer. Polterabend. Wenn die ganzen Kloschüsseln da aus dem Fenster schmeißen und so weiter. Und die Teller und die Waschbecken und da fliegt doch immer Porzellan dann runter. Sagen die Nachbarn, boah, ist das eine Nummer. Boah, ist das eine Polternummer. Sie sagten, er kommt aus dem Harz. Ne? Ja. Und am Harz gibt es ja auch den Blocksberg. Ja. Hexen. Ja. Alte Harz-Rituale, eine Polternummer. Ja. Also ich denke, es könnte etwas Folkloristisches sein. Könnte das sein? Ah, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Aber im Harz kann man ja Skifahren. Da gibt es einen Sessellift oder einen Skilift. Und vielleicht ist die Polternummer die Nummer 23. Das ist nämlich genau der Lift, der an der Stelle hängt, wo das Seil zusammengeknotet ist. Und das poltert immer. Da ist so ein doppelter Weberknoten drin, das ist nicht stabil, aber für das den Harz reicht. Im Seil ist ein Weberknoten. Ja. Ist das die Nummer, die das Ehepaar vor dem Polterabend nochmal schiebt? Die Polternummer? Die sind doch gar nicht verheiratet. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber Herr Kessler, ach so, kein Sex vor der Ehe. Vor der Ehe. Nein, aber die dürfen doch. Also, oder während des Polterabends schieben, oder? Nein. Wir waren doch schon mal im Harz mit dem Bergbau. Mit Kanarienvögeln und lieben Lubenblaben. Und ich meine, gut, Poltergeist ist jetzt eher marinetechnisch angesiedelt. Was aber ja, ein Geist poltert gerne. Hat es also etwas mit Bergbau zu tun? Hat es was mit Bergbau zu tun? Nein. Ist es vielleicht Soll ich es einfach mal klar beantworten? Nein. Nein. Ist es vielleicht die Zahl 7777? Das müsste die Tausenderzahl mit den meisten Silben sein, weil ja die 7 zweisilbig ist. Wie bitte? Was? Was? Wow. Poltert man drüber. Stolpert, poltert. Das poltert man. Ach, Sie stolpern nicht, Sie poltern gleich. Ich polter. Polternummer. Bin gestern über einen Stein gepoltert, sagt Horiker immer. Polter die Polter. Also wo, polter ist, die Polter. Ist Polter das was wir polter assoziieren? Ja. Also lautmalerisch für Holte die Polter? Und vor allen Dingen dann, wenn wir bei einer Nummer sind, warum eine Nummer?
Das ist die gute Frage. Die Nummer mit dem Lift jetzt gerade, Ihre Idee, fand ich ja sehr pfiffig. Ich finde so traurig, dass es Nummer heißt und nicht Zahl. Denn sonst wären wir vielleicht in der Mathematik und man könnte sagen, so wie es eine Primzahl gibt. Aber ich kann die Frage nicht beantworten, weil es nicht Zahl heißt. Es heißt leider Nummer. Wir sind keine Zahl. Meine Damen, Sie können jetzt zu Hause mal ein bisschen nachdenken. Vielleicht wissen Sie es auch nicht. Wir sagen hier nicht vor, es wird auch nicht mehr geredet. Wir sind immer noch bei der Frage, was ist eine Polternummer? Das möchte ich gerne wissen. Sind wir eventuell im Arbeitsamt? Da müssen die Menschen, die sitzen doch in Gängen und müssen Nummern ziehen. Ja. Und ist die Polternummer bei Hartz IV am Ende doch die Nummer? Wenn einer ausflippt oder was dann? Weil er wenn einer richtig auf den Tisch haut. Wenn er mal sagt, jetzt reicht's. Ja. 40 Jahre arbeitslos, jetzt schlage ich den Laden zusammen. Das ist eine Polternummer. 40 Jahre arbeitslos, schlage ich den Laden zusammen. Dann hat er aber nicht studiert. Also, nein. Eher nicht. Oder doch. Eher nicht. Es gibt ja auch den berühmten Kabarettisten Gerhard Polt. Ja. Ah. So, ein Sketch von ihm wäre vielleicht eine Polternummer. Ja. Das wäre am Ende eine Poltnummer. Sind wir in der Tierzucht, bevor er wieder Klugscheißer einschneidet? Sind wir eventuell in der Tierzucht? Sind wir eventuell in der Tierzucht? Ah, eventuell schon. Aber? Mit Sicherheit nicht. Richtig. Ich bin doch beim Brauchtum. Ich bin so bei Halloween und ich kenne das aus Hessen. Da macht man das, glaube ich, auch in der Nacht vom 31. auf. Ich war den Monat vergessen. Was macht man in Hessen? Da rennt man nachts durch die Gegend und macht Unsinn. Warum? Das machen die Hessen auch tagsüber. Ja, auf der Autobahn. Man spielt dem Nachbar Streiche. Wenn er Holz vor der Tür hat, dann, auf dem Land vor alle Dinge, dann nimmt man schon mal das Holz weg und versteckt es irgendwo. Also man macht, Holz gefällt mir ausgesprochen. Holz ist gut. Im Sinne von richtig oder im Sinne von hat nichts damit zu tun? Holz gefällt mir ausgesprochen gut. Im Sinne von richtiger Weg, Herr Walder, oder Holzweg? Ja, poltern. Man poltert auf einmal über eine... Vielleicht ist das einfach, was machst du? Ich mache heute Abend die Polternummer. Ich fahre durch den Wald, statt über die Straße. Ich also so mit Bäumen und sowas. Ah, Bäume ist gut. Oho, oho, oho. Ja. Jetzt. Und zwar ist das die Nummer, die an dem Baum geschrieben ist, der gefällt wird und umpoltert. Ja. Diese Bäume haben eine Polternummer. Falsch. Oh Mann. Heller. Ist die... Man sagt ja auch, das ist aber jetzt eine blöde oder eine alberne Nummer. Also Nummer ist ja auch so etwas wabernder. Ist die Polternummer für Forstfahrzeuge und für andere Fahrzeuge unbefahrbarer Weg durch den Wald, den du nur mit Allradantrieb oder großen Rädern oder gefederten Rädern, die der Förster nur befahren kann, weil da sehr viele Wurzeln sind oder auch mal ein Baum überfahren werden muss. Und dann sagt der Förster, wie komme ich jetzt zu dem Teich? Und dann sagt der Kollege, hier die Polternummer da. Das ist schwierig. Was poltert denn noch? Ich meine, was poltert denn? Gibt es einen Herrn oder Frau Polter? Herr oder Frau Polter? Ist diese Nummer nach einem Menschen benannt worden? Gibt es vielleicht eine Baumart, die Nummer heißt? Oder Polt? Oder Polter? Oder Polt? Polter. Nein. Sind wir, Polter. Verarbeiten wir Holz? Sind wir bei Treppen, bei Holztreppen, bei Holzhäusern, bei Brettern? Treppen runterpoltern! Ja. Heinzelmännchen, natürlich die Erbsen! Wackete, 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 ja! Die Polternummer! Ich sag euch! Die Anzahl, wie oft ein Baum gegen andere Bäume knallt oder irgendeine Scheiße. Oh Gott. Ich sag's euch. Oh Mann. Nein, aber ich weiß es doch, Herr Ball. Nein. Doch, doch, doch. Es ist ein Begriff tatsächlich aus der Forstwirtschaft. Ich war weg. Und ich sag's noch. Ja, jetzt aber. Ich weiß es nicht, Herr Ball. Gut. Also die Baumstelle, die man in Wäldern am Wegesrand liegen sieht. Diese Baumstämme werden Polter genannt. Abgeleitet von Poltern, dem lauten Geräusch mit dem Baumstämme, den Abhang heruntergerollt werden oder von Schleppern, früher auch von Pferden, dahin befördert werden, wo das Holz dann zur Abholung aufgeschichtet ist. Auf jedem dieser Holzstapel steht eine Nummer, die sogenannte Polternummer. Sie zeigt dem Abfuhrunternehmen an, welcher Holzstapel abholt. Waren wir aber nah dran. Ihr wart nah dran. Bei mir standen die Bäume noch, da sind sie gefällt. Wir wollen nicht kleinkariert sein, also wir nicht, aber er. Das ist schon knapp. Das sehe ich auch so. Ulf Rauchfuß aus Goslar, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir von Ihnen wunderschöne Fragen bekommen.
Und wenn Sie zufällig eine rumliegen haben oder auch mehrere, schicken Sie uns die. Genial daneben 50616 Köln. Rufen Sie an 01378 101120. Wenn Sie einen Computer besitzen, dann können Sie uns eine E-Mail schicken, fragen@genialdaneben.de. Gabriele Görzen wohnt in Remscheid. Sie ist heute Abend hier bei uns im Studio. Wo sind Sie, Gabriele? Wo? Gabi! Wo? Da. Dort. Da. Da. Ganz oben in der Ecke. Gabriele möchte gerne wissen, was ist ein Schwertschlepper? Ein Fisch. Moment. Das haben Sie jetzt nicht gerade Moment. Erschwert. Ein Schwertschlepper. Ja. Oh, jetzt. Hallo. Hallo? Meine erste Antwort war damals, weißt du noch, Optimist. Es hat nämlich mit dem Segeln, mit dem Booten zu tun. Ja. Es gibt nämlich ein Kiel und ein Schwert. Bei den Segelschiffen gibt es ein Schwert, das man hochzieht. Das heißt, man kann in flache Gewässer fahren und zieht sozusagen unten dieses Schwert hoch und hat dann unten keinen Widerstand mehr. Und dieser Schlepper hat wahrscheinlich ein Schwert, das er hochziehen kann, damit er in flache Gewässer fahren kann. Sie grinsen so schön, ist das richtig? Das klingt falsch. Ah, gut, dann bin ich bei Ritterspielen, ich bin beim Knappen, der Schwertschlepper schleppt dem Ritter das Schwert. Das, wenn es das jetzt wäre, das wäre lustig, ne? Ja. Na, lustig nicht, einfach. Aber es hat nichts mit der Seefahrt zu tun. Nein, gar nichts. Befinden wir uns in der Küche? Durchaus. Einfach nur so ein Holzblock, Schlepper? Sonst wir sagen, es ist ein Messerblock und der Küchenprofi sagt, es ist ein Schwertschlepper. Ja, denk mal drüber nach, wenn das so große Fleischmassen sind, dann... Okay. Schlepper, wo wird denn noch geschleppt? Auf der Straße schleppen Fahrzeuge, andere Fahrzeuge ab. LKW. Und vielleicht ist der Schwertschlepper der, wo in der Mitte so ein Arm herausgeht, wie ein Schwert, einhakt und wie ein Schwert wieder zurück einen Container zum Beispiel zurückzieht. Und nicht seitlich mit zwei Armen, der sogenannte Armschlepper, das hinaufhebt, sondern mit dem Schwert in der Mitte. Ich glaube, dass der Schwertschlepper eine Ameise ist. Es gibt Blattschneiderarme. Ameisen. Das heißt, es wird eine Ameisenart geben, die Blätter in Form eines Schwertes heraus. Der Schwertschlepper. Und dann der Königin bringen. Und dann der Königin bringen. So. Und die darf dann ein Schwert naschen. Ja. Der Schwertschlepper ist eine 2 mm große Ameise. Ja. Schwertschlepper. Ja. Also ein Insekt, Herr Balder. Finden wir das gut? Ja. Ich finde es gut, aber es ist falsch. Das ist richtig. Ja. Schwertschlepper. Ich bin Kraftfahrzeugen, Lastwagen zu tun. Inwiefern? Also verschleppt. Worauf ein Schlepper käme da schon vor, aber mit Schwertnummer und Schwert dann. Ja, mit Schwertnummer und Schwert. Schlepplift. 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 Ja. Es gibt den Ankerlift, der aussieht wie ein Anker. Und dann gibt es den sogenannten Schwertschlepper. Das sieht aus wie ein Schwert. Man schneidet sich auch die Oberschenkel dabei auf. Also wo man den halt so einmal zwischennimmt mit so einer Kugel, mit so einer Platte, dazwischen mit hochgezogen. Bei einem sogenannten Schwertschlepper. Sieht aus wie ein Schwert. Ist aber albern, wenn man sich dabei einen Oberschenkel aufschaut. Ja, das war ja auch der Gag. Das andere war die Antwort. Schwert schreibt sich wie Schwert ohne H, ne? Und es ist auch kein Eigenname. Ist auch kein Eigenname. Und Schlepper mit Sind wir in der Medizin? Sind wir in der Medizin? Oh, Herr Balder, das ist eine gute Frage. Was meinen Sie denn? Warten Sie. Eher nicht. Richtige Antwort. Sind wir nochmal beim Holz, bei der holzverarbeitenden Industrie, bei diesen ganzen Holzstämmen, die da rumliegen? Ich glaube, wir sind ein Schleppmechanismus, der halt nicht irgendwie, ja, ähnlich wie du schon sagtest, nicht so greifen, sondern irgendwie anders ziehen, einklemmen. So beidseitig sehe ich irgendwas. Zieht irgendwas hinter sich her. Das hängt an einem LKW hinten dran. Abschleppwagen. Landwirtschaft, Traktoreibetrieb. Es ist eine ganz bestimmte Anhängerform, die schwertartig, schleppenderweise handelt. Nein. Wann? Bei der Ernte, beim Umgraben. Da sind doch so kleine Schwerter zu Flugscharen. Erde umgraben. Ja. Traktoreibetrieb war jetzt gut, oder? Mein Bauernhof nehme ich an, oder? Traktoreibetrieb. Frau. Ist der Schwertschlepper nicht, kommt das nicht aus der Medizin? Das Wenn man zum Beispiel bestimmte Rückenschmerzen hat, dann sagt der Orthopäde, mach doch mal den Schwertschlepper. Das ist eine bestimmte, also man macht dann den Rundrücken und tut so, als ob man das schwere Schwert schleppt. Und es ist eine orthopädische Übung. Aber warum sagt der Orthopäde denn nicht, mach doch mal den Rundrücken? Sind die vielleicht in der Meteorologie? Ist es ein Wetterphänomen? Weil welches denn? Bitte? Welches denn? Ja, ich dachte vielleicht, es gibt vielleicht Wolken in Schwertform. In Schwerte? Ja, oder Winde. Viele oder Wolken in Schwerte.
Oder Winde, die einfallen wie ein Schwert, ja, und dann Wolkenformationen. Schwertwettergebiete gibt's ja auch. Ich hätte noch eine Idee. Bitte, lass es raus. Ich bin wieder im Abschleppdienst. Ja. Und zwar ist es diesmal ein ganz bestimmter Schlepper. Und zwar in der Mitte ist eine Stange. Ja. Außen geht sie schwertmäßig wie ein T auseinander. An den jeweiligen Enden befinden sich oben und unten Stangen. Und genau dazwischen sitzen die Räder. Kleine Zwischenfrage. Es hat nichts mit Abschleppdienst zu tun? Na, ich wollte wissen, warum. Weil das aussieht wie ein Schwert. Ja. Und da stehen jetzt die Räder böse drin. Merken Sie, jetzt macht er immer, wenn er so macht. Die Räder werden da reingesetzt, dann hebt sich das Schwert hoch. Ich habe das schon erlebt. 180 Euro kostet der Scheiß. Ich glaube, ich erlöse euch mal. Segelflug. Ja, meilenweit weg. Oh, Segelflug. Der sogenannte Schwertschlepper ist ein Pinsel. Ach nee. Ein Pinsel. Ach. Oh. Das hättest du uns sagen müssen. Wir waren ja ganz weit weg. Warum? Kennzeichen bis zu 4 cm lange Haare, die vorne spitz zulaufend wie eine Schwertspitze. Diese Pinselhaare transportieren die Farbe genau dorthin, wo der Grafiker oder Kunstmaler sie hinhaben will. Ein Schwert aus Haaren schleppt die Farbe gewissermaßen ans Ziel. Das heißt, man kann mit diesem Schwertschlepper eine wahnsinnig dünne, ganz, ganz dünne... Was machen denn andere Pinsel? Heute ist da eine Linie. Andere Pinsel sind etwas breiter. Ja, dieser Pinsel sieht aus wie ein Schwert. Schwertschlepper, Gabriele, 500 Euro für Sie. Ich glaube, meine Damen und Herren, hier müssen wir wieder nach Österreich, finde ich. Sehr gerne. Da hätte ich Bock drauf. Aber natürlich. Und zwar Eggenburg. Eggenburg liegt in Österreich. Weiß nicht genau wo, aber es liegt in Österreich. Dort wohnt Michael Hohenegger. Nein. Michael Hohenegger. Hohenegger. Hohen mit. Und hat eine sehr schöne Frage, hört genau zu. Warum steht in einer österreichischen Kirche seit Juni 2002 ein rotes Auto? In der Kirche. Auto. In der Kirche. Kleine Information, die Kirche befindet sich in Siegmundsherberg, ein Ort, einem Wallfahrtsort in Niederösterreich. In der Kirche steht seit Juni 2002 ein roter Ford Fiesta. Das ist aber nicht der alte Golf von Benedetto. Das ist der ersteigerte Ein roter Ford Fiesta. Der sollte da weg, aber der Schwertschlepper war kaputt. Haben die einfach überraschenderweise ruckzuck so eine Kirche gebaut? Ja. Und dann war eine Garage. Scheiße. Nein, das ist noch ein Fahrzeug von Wojtyla, von dem Vorgänger. Das ist, also auf jeden Fall ist das ein... Warum soll ein Kraftfahrzeug... Das meine Garage. Weil das eine ganz moderne Kirche ist. Und der Pfarrer hat sich gedacht, hallo, wir holen auch die jungen Leute hier rein. Wir machen es mal anders. Kein Altar, ein Auto. Denn das ist der moderne, eine moderne Gottheit. Ja, die jungen Leute, wir legen die Kirche einfach tiefer. Ne? Ja, richtig. Sehr schön. Es ist ein Kunstwerk. Bleib doch mal ein bisschen in der Richtung. Die Richtung ist ja gar nicht so übel. Kunst. Das ist so ein Kunstwerk, Installation, Performance. Oh Moment, ist das... Oh Moment, du bist ein Auto. Das gibt's doch in Amerika. Es gibt doch in Amerika auch Autokirchen, genauso wie es Drive-In-Church. Drive-In-Church. Es gibt das ist eine Drive-In-Church. Und in diesem Auto sitzt halt immer der Pope. Aber die jungen Menschen, die laufen vorbei. Nach McDonald's und vor dem Kino noch mal eben den Segen haben wollen, fahren mit ihren Autos wiederum durch diese Kirche durch. Ist der Bruder von Niki Lauda, ist der Pfarrer? Dann denkst du ja. Nein, vielleicht haben die sich wirklich überlegt, Mensch, die jungen Leute, die gehen nicht gerne in die Beichte, weil sie diesen Beichtstuhl so ätzend finden, ja, und so. Die steigen in Ford Fiesta. So unmodern, die gehen ins Auto und sagen, ja, ich hab gelogen. Das heißt im Klartext, da steht jetzt ein Ford Fiesta als Beichtstuhl? Ja, man kann es sich schlecht vorstellen, Hugo, aber es ist so. Richtige Antwort. Ich gebe zu, es ist nur ein halbes Auto. Es ist auch kein Motor drin.
Ich sage euch warum. Die Kirche ist nach dem heiligen Christophorus benannt. Ach, der Autofahrerschutz. Dem Schutzpatron der Autofahrer. Autofahrer finden in der Kirche einen besonderen Betstuhl vor. Also einen Betstuhl. Kein Beispiel. Ach so, okay. Egal. Ist egal. Einen roten, halbbierten Fiesta. Autofahrer können sich hier einen speziellen Segen erbitten und den besonderen Schutz des heiligen Christophorus. Deswegen steht in der Christophoruskirche von Sigmund Herberg ein Auto. Wahnsinn. Gleichstuhl, Betstuhl. Ja, ist wurscht. Aber so sieht das Ganze aus. Halbes Auto. Die haben sich auch gedacht, wir kriegen die jungen Leute mal. Ja. Schön. Die Frage ist, wie kriegt man die wieder raus? Ja. Gar nicht. Der bleibt drin. Ist übrigens, glaube ich, gesponsert. Von? Habe ich gehört. BMW. Ja. Wir bauen ganze Autos. Freude am Beten. Ja, Michael, es tut mir leid. Wir bauen ganze Autos. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Sendung, aber heute ist einfach, muss ich sagen. Ja, ne? Wo steht denn fort? Fast ohne Reue durchhalten? Fast ohne Reue durchhalten? Denken Sie mal zu Hause drüber nach, meine Damen und Herren. Was hat der Hoeker eben gemeint? Die Sendung mit der Maus. Egal. Wir gehen nach Östringen. Wo liegt denn Österreich? Östringen. Östringen liegt in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Dort wohnt Alexandra Marx. Und Alexandra Marx aus Östringen möchte wissen, was ist ein Windspringer? Das ist aber jetzt ein Insekt, Herr Ballmann. Das sind so Springer, die können wirklich nur mit Wind von Blume und Blatt zu Blatt. Sie müssen mir das Insekt jetzt aber schon mal genau beschreiben. Oh ja. Ja, das ist ein Insekt. Das kleidet sich sehr modisch. Das ist grün, hat so grüne Fühlerchen und trägt so rot-weiß gestreifte Höschen. Und es trägt auch immer so einen kleinen, lustigen blauen Regenschirm bei sich. Und es sitzt so auf dem Blatt und wartet auf einen Windzug. Und dann mit seinem Schirmchen lässt es sich zum nächsten Blatt. Dann macht es das Schirmchen zu. Schrapp, 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 schrapp. Nagt dann an dem Blatt. Wenn es dann satt ist, macht es ein kleines Verdauungsschläfchen. Dann irgendwann spannt es seinen Regenschirm wieder auf, whoop, und lässt sich mit dem Wind wieder zur nächsten Blatt tragen. Schrapp, 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 schrapp. Was machen Sie eigentlich beruflich, sagen Sie? Ich weiß es nicht, aber ich bin die beste Komikerin 2006. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja. Zum Ernst zurück. Was ist ein Windspringer? Also kein Insekt, darf ich noch mal fragen? Kein Insekt. Es gibt doch diese Menschen, die sich von Felsen runterstürzen. Und Hochhäusern auch. Und Hochhäusern, ja. Wo dann der Fallschirm. Duschgel machen. Ja. Wo der Fallschirm manchmal aufgeht. Dann, und manchmal nicht. Und die dann manchmal auch nicht. Und die dann so runtersegeln. Und die springen ja, die müssen ja in den Wind springen. Sind das Windspringer? Cliffdiver heißt es. Fallschirm ist ein gutes Stichwort. Sag ich doch. So. Ah, doch, sind wir in der Richtung. Ich wäre jetzt in die Bäckerei gegangen. Windbeutel. Bei Windbeutel warst du. Du warst bei Windbeutel. Der Baden-Württemberger, den Windspringer. Ja. Der wird einem quasi. Nee, Fallschirm ist nicht schlecht. Fallschirm ist gut. Bleiben wir beim Fallschirm. Ist das eine bestimmte Technik beim Gleitschirmfliegen, wo die sich dann vom Berg hinunterstützen und nur von den Aufwinden quasi gehalten werden? Wenn der Schirm nicht aufgeht. Ach, ich habe ja noch den Wind. Zum Glück. Kann ja nichts passieren, ich habe ja noch den Wind. Ist das ein Begriff, Herr Weiler, ist es ein Begriff? Nein! Nein. Fallschirm. Wind. Ein Fallschirm. Fallschirm zu tun hat. Fallschirm war nicht schlecht. Ist es vielleicht eine, also so der Springen von verschiedenen Windarten zu Windarten? Also der hängt da so im Wind und denkt so, ach, ist das langweilig. Guck mal, da kommt eine Böe, die mich mit nach oben nimmt. Hui, zu! Ist er wieder oben und dann sagt, ach komm, jetzt mal hier so ein Fallwind. Hat es etwas so mit Formationsspringen zu tun, dass die alle irgendwie, die Jungs sind alle aus dem Flieger rausgehopst, machen schöne Sterne, schöne Bilder am Himmel und der Letzte hat es irgendwie verpennt. Der Letzte macht es nicht aus. Pardon? Nichts. Ist es vielleicht und der muss dann sehen, dass er mit dem Wind da wieder in diesen Kreis spezieller kommt. Sprung, eine Sprungtechnik. Ja. Die normalerweise fallen die ja nur runter und lassen sich dann irgendwo, können es denken. Er nutzt den Wind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, oder er nutzt seinen eigenen Wind. Man sagt ja auch einem kleinen Menschen manchmal. Oh, wie schön, ich pupse mich in die Formation. Ja. 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 Der steht.
Der ist doch. Der ist vorher. Ein schönes Chili con Carne. Nicht dein Ernst. Dann stellt er sich auf den Felssprung und macht den Wind. Und springt mit dem eigenen Wind. Das ist unsere Antwort! Nein, ich finde, es klingt nach einer Rettungsmaßnahme. Es klingt entweder nach einem Menschen, der, wenn es besonders windig ist, schnell noch auch mitspringt und irgendjemanden anders rettet, mit dem Flugzeug kommt an und rettet den, der schon da gerade, der den falschen Fallschirm hat. Anhat. Oh Gott. Oder, ja, falsch. Es oder der Windspringer ist, das ist so ein kleines Pinöckel, das ist am Fallschirm dran. Und wenn der Springende merkt, oh, der Wind ist heute aber stärker, meinetwegen auch mit Chili, der Wind ist heute stärker, als ich dachte, jetzt zieht er das und sagt so, das ist der, das ist eine Gleitung. Da war ich auch dran. Ja, das finde ich gut. Ganz bestimmte Fallschirmart. Es gibt ja Ersatzfallschirme und es wird einen Windspringer geben, wenn die von den Böllen zu sehr gebeutelt sind. Dann gibt es vielleicht links und rechts so, dass die einfach eine größere Stabilität in der Luft bekommen. Ja. Früher hatten die Fallschirme. Alle machen so. Was ist hier los? Alle machen irgendwie so. Genau. Früher fehlten den Fallschirmen in der Mitte, fehlte der Wind, das Loch. Das Loch fehlte? Das Loch in der Mitte. Aha. Es gibt Fallschirme, die Rundfallschirme haben in der Mitte ein Loch. Hier fehlt ganz auch Loch. Früher hatten die das nicht. Und dann hat sich der Wind darunter gestaut und ist immer das so. Das ist der Sinn der Sache. Nein, ja, der Sinn, ja, aber der. Sonst kann man ja gleich ein Loch machen. Ja. Aber als ich damals über Deutschland abgesprungen bin. Da war das Problem, dass der Wind sich staut, dann mal nach rechts und mal nach links rausgeht. Und das führte dazu, dass man immer so hin und her springt. Und wenn man in dem Moment gelandet ist, was scheiße. Kann das einfach eine Turbulenz sein? Dass man, also wenn man jetzt im Gleitschirm oder im Fallschirm so langsam runtersegelt und plötzlich kommt einfach eine Turbulenz und macht so ein Hopsa, ein Windspringer macht man da. Turbulenz. Es gibt doch Springerstiefel, wieso heißen die eigentlich so? Weil die Fallschirmspringer, die alle haben. Wegen dem Verleger, was? Zeitung in der Sohle eingeklebt. Ich war jetzt gerade dabei, dass die vielleicht spezielles Schuhwerk brauchen, wenn die bei besonders bögen Winden unten auf dem Boden ankommen. Und sie tragen einen Windbreaker, gibt's ja auch. Ja. Also der gibt Windspringer, aber das wird zu weit. Ich meine, sag mal so, ist der Windspringer einfach völlig normal? Weil ohne Windspringen ist ja scheiße beim Fallschirm. Der Fallschirm und die Sprungtechnik ist aber das, wo wir uns jetzt nicht umsonst dran festsaugen. Oder ist, sagen Sie dann hinterher... Fallschirm ist okay, aber okay. Sprung... Ist das vielleicht... Kann es nicht sein, eine kleine, so eine, wie nennt man denn das hier, dieses, so... Ein nicht Quirl, aber so eine kleine Feder, die irgendwo eingebaut ist. Ah, und die löst irgendwas aus, wenn der Wind zu stark ist. Eine Spirale. Eine Spirale, irgendwas, das wird ausgelöst. Ich glaube wirklich, wir reden hier von einer Notsituation. Ich glaube, das kommt ernst. Das kommt gerade auch. Wie wäre es denn, wenn der Fallschirmspringer an sich in einem Flugzeug sitzt, noch Kreuzworträtsel löst und gar nicht auf den Sprung vorbereitet ist? Dann kriegt der Mayday, Mayday, du musst jetzt abspringen. Ich bin immer noch beim Militär. Jetzt macht schon der Pilot macht irgendwie das Fensterchen auf, das Türchen. Der Wind zischt in dieses Flugzeug rein und der Windspringer ist etwas, womit man bei hoher Windbeutelung den Fallschirm ist sehr schön. Den Fallschirm irgendwie einschnackeln, irgendwie befestigen kann. Ich sag's euch. Ist der Windspringer ein Mensch, ja oder nein? Ja. Der sehr schön bei Wind zu springen. Die anderen springen nämlich nicht bei Wind. Nein. Aber ist aber nicht der hier diese komischen Flügel hat und dann noch so springt. Superman. Die so wie so Eichhörnchen, wie diese Flughörnchen gebaut sind. Ich sag's euch mal. Bitte. Es ist tatsächlich ein Fachbegriff aus dem Fallschirmsport. Beim Zielspringen. Einem Wettbewerb, bei dem die Springer möglichst exakt auf einem vorher festgelegten Punkt landen müssen, die meistens wirklich nur so groß sind, spielen die Windverhältnisse eine entscheidende Rolle. Kann man sich vorstellen. Um herauszufinden, aus welcher Richtung der Wind wie stark bläst, springen vor dem eigentlichen Wettkampf ein paar Fallschirmspringer ab, die verlässliche Daten über die herrschenden Windverhältnisse liefern. Ach, die machen den Finger nass und springen so. Heißen Windspringen. An sich so was müsste es auch für uns geben, einen Gagspringer oder so. So! Ja. Der einmal vorher auf die Bühne geht, das aussieht. Ja. Erstmal alles erzählt und dann geht man hinterher und erzählt zum zweiten Mal. Auf jeden Fall kriegt Alexander Marx aus Östringen 500 Euro. Gratulation. So, meine Damen und Herren, Dieter Momm wohnt in Oberhausen. Und Dieter Momm hat wieder mal eine schöne Redensart. Und das finde ich sehr schön. Ich müsste sie allerdings wirklich genau wissen. Redensart nach Strich und Faden. Kennen wir alle. Zum Beispiel nach Strich und Faden lügen oder nach Strich und Faden betrügen. Woher kommt diese Strich und Faden, assoziiere ich sofort dieses Ausloten, dass man früher
Vier Pendeln. Diese Maß, Pendeln, meinst du? Maß, nee, da hat man noch nicht diese Maßeinheiten. Was bedeutet es denn, wenn wir sagen, der betrügt nach Strich und Faden? Und wie? Also, er betrügt gehörig. Sehr. Er betrügt gründlich, gehörig, sowas. Ne? Das meinen wir. Komischerweise geht bei Strich und Faden, denke ich, an die Schneiderei. Mhm. Faden und Striche anzeichnen auf dem Stoff, nähen. Schneiderei ist nicht schlecht, ne? Also ich bin bei der Seefahrt. Ah. Aber ich habe nicht die richtigen Klamotten für das Thema an. Bei Maßeinheit, also ja, vielleicht gab es mehrere Etappen. Also es gab unten die Linie, wenn jemand etwas auffüllte bis zur Linie oder Gewichte, wir sind eventuell wirklich bei Gewichten. Oder Strich und Faden war die höchste Einheit. Also Strich und Faden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die früher noch nicht so tolle Geräte hatten, um eine Tiefe oder eine Höhe, also ich bin jetzt auch mal bei der Tiefe und bei der Seefahrt auszuloten, haben sie halt Fäden genommen. Und an die Fäden mussten sie ja Striche machen. Oder an ihrem Boot hatten sie Striche. Also sie haben einen Faden runtergelassen mit einem Gewicht. Und einem Haken dran. Entschuldige, quietscht das Hohäckerchen schon wieder da? Ja, ja, ja. Nein, aber er denkt gerade. Er grübelt. Okay, es kommt ihm. Oh, es kommt ihm. Er hat es wieder irgendwo gelesen. Früher, ja, im Berliner Zoo. Früher gab es zwei Möglichkeiten, etwas zu messen. Das eine, ich glaube, dabei ging es um Bier oder Flüssigkeiten, die aus Fässern herauskamen. Das eine war der Strich, bis wohin etwas voll war. Und das andere war der Faden, weil man den Umfang eines Strahls anhand mit einem Faden oder sowas gemessen hat. Und vielleicht ist das ein bestimmtes Maß, wenn der Faden, ein Faden voll und bis zu einem bestimmten Strich. Hat das vielleicht... Ah, und das macht auch Sinn, weil so wir sind nicht in einer Wirtschaft. So ähnlich. Und so, und wenn nach Strich und Faden bedeutet total übertrieben oder übertrieben, dann sind wir bei... Strich und Faden bedeutet nicht übertrieben. Wenn es dieselbe Länge hatte, der Strich und der Faden, genau dasselbe Maß angab, also Übereinstimmung herrschte, dann... Hier ist der Faden und da ist der Strich. Und wenn etwas den Strich hob, ich glaube, wir sind bei Flüssigkeit, oder? Also bei Wasserhähnen. Vielleicht war das die Menge Wasser, die man aus einem Dorfbrunnen herausholen durfte. Und wer nach Strich und Faden hat sich genau bis zum Limit an die Grenzen gehalten und ja nicht mehr genommen als dieses. Was muss ja wie Mensch, das heißt dieses, ja, diese voll und ganz Durchmesser voll und nach Strich und Faden, Wasser, oder? Ja, aber das heißt voll und ganz eigentlich fett. So nicht. Eben. Nein, also nach Strich und Faden heißt doch wirklich fett betrogen oder. Nach Strich und Faden bedeutet gehörig betrogen, gründlich. Also sind gründlich. Wir in der Gast. Astronomie, wir sind in einer Wirtschaft. Nein, sind wir nicht. Es war ein Eichmaß quasi, ein Maß für etwas, was genau richtig ist. Wasser, Durchmesser. Geht es um Grundstückvermessung? Wirklich Wasser. Also Wasserflüssigkeit. Ist alles bis jetzt komplett falsch. Oh, nein. Hauptsache, die Zeit geht rum, ne? Ja. Danke, Herr Bitte, Herr Beile, Sie stoßen mir ein Schwert ins Herz und drehen es auch noch herum. Ja, so ist es. Haben Sie so viel Spaß am Leid anderer? Ja. Ist es das, was Ihre Seele glücklich macht? Ich bin erschüttert. Nach Strich und Faden. Okay, wir sind bei der Seefahrt und bei Segel. Nee, ist gar nicht beigelegt. Schneiderei. Ein neues Blatt Papier. Ich bleib bei Michael Schneider. Sind wir bei den Zunftbrüdern? Sind wir bei den Zünften? Sind wir bei den Zimmermännern? Wir sind beim Bauen von Dächern, von Gerüsten für Häuser. Wer braucht einen Strich und wer braucht einen Faden? Ja, der Faden braucht der Schneider. Was? Wer braucht beides? Das ist für mich wichtig. Wer braucht einen Strich und wer braucht einen Faden? Bei einem Gerüst zum Beispiel. Der Arzt. Nee. Warum? Der Arzt. Der Abstrich und der Faden. Ja. Dann müsste es aber nach Abstrich und Faden heißen. Das ist nach der Zeit so weggefallen. Im Mittelalter hat man noch gesagt, nach Abstrich und Faden. Heute hat sich das verschleißt. Herr Beiler, wir sind bei Maurern. Wir sind bei dem Erbauen einer Mauer. Weil du brauchst den Faden, damit du die Mauer gerade baust. Soll ich hier mal was abbauen sind? Überhaupt nicht. Auch nicht. Okay. Gar nicht. Also nach Strich und Faden. Schmied. Kompass. Sind wir beim Kompass? Wir sind schon wieder in der Seefahrt, Engelke. Entschuldigung, ich bin heute so seeaffin. Also, hilft uns die Berufsgruppe? Bitte? Hilft uns die Berufsgruppe, wenn Sie die sagen? Ja, natürlich, aber ich sag's nicht. Warum hast du gesagt Schneider? Yes. Also, nee. Also, ich werde es euch sagen. Die Redensart geht zurück auf das Weberhandwerk. Kenn ich nicht. Mit Strich. Die Weber. Mit Strich wurde früher eine bestimmte Webart bezeichnet. Nach Fertigstellung wurden Stoffe gründlich darauf kontrolliert, ob der Strich, also die Webart, in Ordnung war und dass der Faden an keiner Stelle gerissen war. Die Prüfung erfolgte also nach Strich und Faden. Von da fand nach Strich und Faden Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch im Sinne von gründlich, meist im Zusammenhang mit Betrügen, Belügen. Haben wir verstanden. Vom Weben. Schneider war gar nicht so weit weg, aber
Also wenn Sie es uns nochmal fragen, nächste Sendung, dann... dann sage ich Weber. Dieter Baum, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir gehen mal nach Schleswig-Holstein in den Norden. Wir gehen nach Schönberg. Und dort wohnt Dieter Kronenberger, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Dieter Kronenberger möchte wissen, was ist ein 1000-Stunden-Glas? Das kommt jetzt aus der Schifffahrt. Das ist Schifffahrt. 1000-Stunden-Glas. Was ist denn nochmal ein Stundenglas? Eine Uhr, ne? Ja, eine Sanduhr. Die Sanduhr, jede Stunde eine Eieruhr. Ja. Eine sehr große Sanduhr. Sehr große Sanduhr. Größe. Eine sehr lange Reise. Ungefähr. Ziemlich so. Die geht 1000 Stunden. Von einem Zyklopen eine Sanduhr, Herr Balder. Die geht 1000 Stunden. Ja. Und dann, da ist Sand drin, also, für 1000 Stunden. Ich denke sofort irgendwie an Kneipe und denke an so ein Glas, was irgendwie 1000 Stunden hält und dann ist kaputt. Also 1000 sind auch Stunden. Nicht bei Insekten? Schon wieder? Oh, 1000 Stunden. Sie haben aber heute 1000 Schönchen und so. Das sind 42 Tage. Bitte? 42 Tage sind das. 1000 Stunden. Ja. Du hast so lange nichts gesagt, du hast gerechnet. Ja. Das hat sehr lange nichts gesagt. Wie viele Tage? 42 Tage. Und 42 Tage sind wie viele Wochen? Muss ich nur durch 7 teilen. 6. Ist das der Zyklus einer Frau? Verdammt, jetzt wird die Sendung kompliziert. Ja, jetzt. Oh. Können wir jetzt 42 Tage. 42 Stunden. Es hilft gar nichts, wenn man das weiß. 42 Tage sind 1000 Stunden. Ist das vielleicht eine, sowas wie eine bestimmte Art, ein alkoholisches Getränk gären zu lassen oder ein Medikament anzurühren, was 42 Tage in einem Glas stehen muss? Ich könnte auch schon wieder gut gelaunt irgendeine alte Bienenzucht hier in die Runde werfen. Keine Insekten. Keine Insekten, keine Bienen, glaube, keine Tiere. Aber ein spezielles Glas, was ganz hoch beansprucht wird durch Hitze oder und nach 1000 Stunden Temperaturen und eben nach 1000 Stunden ausgewechselt werden müsste. Welches zum Glas? Zum Beispiel auf einem Leuchtturm. Oder? Wird, in einem Hochofen. In der Glühbirne. Oder? Hochofen. Scheinwerfer. Das Gesicht heißt doch, es hat gar nichts damit zu tun. Das könnte sein. Liebe Kollegen, er hält den Blick stand. Wir sind in einem Hochofen. Dort gucken wir hindurch, um zu sehen, wie es brennt. Auto. Und nach 1000 Stunden muss man das auswechseln, weil es dann... Rechte Antwort. Nein! Ja! Ich lasse es mal so gelten, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Hoeker das ich so gemeint Ihnen danach, hat, wie ich es verstanden das habe. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, deswegen muss ich es gelten lassen, wenn Sie sagen, wir gucken durch. Es ist das Sichtfenster von Schutzschildern, wie sie zum Beispiel von Schweißern benutzt werden. Hochofen. Also ein Hochofen ist im Prinzip noch heißer. Mini-Hochofen. Noch heißer. Und diese Sichtfenster sind aus Glas und gegen die sprühenden Funken mit einem speziellen transparenten Kunststoffvorsatz geschützt, damit sich die Funken nicht einbrennen. Für gewöhnlich überlebt so ein Ding ca. 1000 Schweißarbeitsstunden. Deshalb nennt der Schweißer dieses Kunststoffglas 1000-Stunden-Glas. Wenn Sie jetzt sagen, Hochofen, Glas durchgucken, muss ich so gelten lassen, weil im Prinzip ist es sogar noch schlimmer. Aber das ist es. Das 1000 Stunden, das hält das gibt nicht gut. Anrufe, Herr Balder, das gibt Anrufe. No, nein, ich muss Ofen ja. Und Schweiß. Ich muss ja mit meinen Insekten fast genauso. Oh. Also wenn er schon hoch oben sagt, dann ist er im Prinzip noch schlimmer. Also es ist, ich bin dankbar, Herr Baller. Hat ja was damit zu tun. Also ich will jetzt auch nicht so sein, nicht, dass ich dann hinterher sage, nein, genau, und dann wäre hier das große Theater gewesen. Hätten sie aber. Ich muss das schon so retten, dass man im Prinzip hat er das hoffentlich. Genau so war es gemeint. So. Der schwindelt nicht. Dieter, es tut mir leid, aber wenn Sie noch eine schöne Frage haben, immer einschicken, meine Damen und Herren. So viel Fragen, wie Sie wollen. Genial daneben 50616 Köln oder anrufen 01378 1011 20 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Haben wir viel heute, viel Geld? 50-50, oder? Wir haben uns auf jeden Fall gewehrt. Ja. Ja. So. Eines wir haben bewusst. Viel Geld in die Leute gemacht, aber wir hatten auch Erfolgserlebnisse. Wir haben kein Insekt vorne. Tja. Jetzt, wo Sie es sagen, Herr Balder. Kein einziges Insekt. Und ich weiß, nächstes Mal, wenn wir ganz viele Insekten haben, dann werden Sie wieder nicht auf die Frage Insekten kommen. Ich weiß jetzt schon, dass Sie recht haben. Machen Sie eigentlich mal eine Insekten-Sondersendung? Ja! Ja, bitte!
Das wäre eine Möglichkeit. Wir machen eine Insekten-Sondersendung, eine Kaninchen-Sondersendung, eine Seefahrer-Sendung. Das machen wir alles. Irgendwann mal. Jetzt nicht. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dann. Ja. Tschüss.